Yo Freunde, was geht ab? Hier ist Timo, ich hoffe euch geht's gut und ihr seid in einer neuen Folge wieder mal bei Timos Table. Diesmal machen wir Tortilla Wraps nach meiner Art und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Also Freunde, bei meinen Tortilla Wraps gibt es natürlich keine Regeln, wie ich die heute mache, mit welchen Zutaten, findet ihr nochmal in der Videobeschreibung, da könnt ihr auch das ganze Rezept downloaden. Ihr könnt aber benutzen, was ihr wollt. Auf jeden Fall Gemüse, ne? Das Ganze soll gesund sein. Ich habe diesmal Gurke, Paprika, Mais, Kidneybohnen, alles so ein bisschen durcheinander, worauf ihr Bock habt. Ich finde, ein Special solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Ich nehme diesmal vegetarisches Chicken, werde ich einfach in der Pfanne anbraten. Achso, genau. Noch ein anderes kleines Special. Ich liebe Hummus, damit es auch ein bisschen gut aussieht in zwei verschiedenen Farben. Nicht ganz passend zu den Nägeln, aber fast. So, Schritt Nummer 1. Einfach alles schnippeln, das Gemüse. Ich werde mein vegetarisches oder veganes Chicken anbraten. Und Schritt Nummer 2 ist dann, ihr nehmt den Tortilla, legt ihn einfach in die Pfanne, in die warme Pfanne natürlich, ohne Öl. Dann könnt ihr da so alles drauf machen, was ihr wollt. Aber auf jeden Fall unten den Käse, damit er schön zerläuft. Und dann einfach zusammenwursteln, zusammenbasteln und genießen. So, Freunde, meine Küche ist jetzt ein absolutes Chaos, aber der Wrap ist fertig. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das machen wollt. Ich habe hier noch eine Chili. Wer sich traut, kann die natürlich reinnehmen. Und falls ihr noch irgendwelche anderen guten Zutaten habt, die man reinmachen kann oder die ihr gerne reinmacht, schreibt sie mir mal gerne. Entweder in die Kommentare oder einfach als DM bei Instagram. Und ja, lasst es euch schmecken.